Weiter geht's mal, meine lieben Skylander. One another! Eine Schildkröte. Hammergeil. Und dann geht's weiter bei Sonic Boom. Das ist kein, den ich euch zeigen werde. Und das ist noch der letzte, und habe ich euch auch gezeigt. Also Ghostbusters, Sunburn und Slamband ist Wildland! Und jetzt heißt es Wirbelwind. Das war's. Aber ja, für diese letzten drei, das ist ein bisschen zu kurz. Okay, dann werde ich euch noch die Karten zeigen. Ups, Karten von Terrafin. Super! Hat 70 Angriff, 80 Verteidigung, 25 Geschwindigkeit und 50 Glück. 45 Angriff, 80 Verteidigung, 40 Glück und 85. 40 Geschwindigkeit und 85 Glück. Ist Starland. Dann kommt Ignito. 100 Angriff, 65 Verteidigung, 40 Geschwindigkeit und 50 Glück. Ein sehr guter Charakter. Stealthhouse hat 60 Angriff, 30 Verteidigung, 100 Geschwindigkeit und 70 Glück. Galgrunt hat 70 Angriff, 60 Verteidigung, 40 Geschwindigkeit und 50 Glück. Sepp hat 30 Angriff, 70 Verteidigung, 65 Geschwindigkeit und 65 Glück. Spyro hat 60 Angriff, 50 Verteidigung, 90 Geschwindigkeit und 60 Glück. Dann gehen wir weiter zu Dark Spyro. Das heißt das gleiche, hat nur 10 mehr bei Angriff, also 70 Angriff und 10 weniger bei Verteidigung, also 40 und 90 Geschwindigkeit und 60 Glück, also eigentlich das gleiche. Und dann Wrecking Ball hat 35 Angriff, 90 Verteidigung, 50 Geschwindigkeit und 60 Glück. Drawbot hat 40 Angriff, 75 Verteidigung, 60 Geschwindigkeit und 45 Glück. Boomer hat 70 Angriff, 50 Verteidigung, 40 Geschwindigkeit und 75 Glück. Trigger Happy hat 40 Angriff, 20 Verteidigung, 60 Geschwindigkeit und 100 Glück. Chop Chop hat übrigens 100 Verteidigung, dann, es gibt nur 4, die 100 haben, also Stealthers, Igniter, wer war denn noch, Trigger Happy und Chop Chop. Okay, dann kommen wir zu Pirate Seas, Hidden Treasure und Ghost Swarms. Das war's und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich noch mein Buch finde, werde ich es euch noch zeigen. Und ja, dann sagen wir Origarty, ne? Super, haben alles klar, Sammlung.